Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Hallo Kairos. Hallo Firefly. Hallo rote Orchidee. Mach das, schmeiß dich in den Lurk-Mode. Kein Problem, ich bin hier. Jo. Ach, ich hoffe, heute wird es endlich mal ein bisschen angenehmer. Es hat draußen zugezogen. Vielleicht kommt noch ein Gewitter. Es ist auf jeden Fall endlich nicht so heiß. Das finde ich schon mal toll. Ich hoffe, bei euch ist auch vom Wetter her schön erträglich. Und ihr könnt alle, was auch immer ihr heute vorhabt, gut arbeiten, Spaß haben, was auch immer. Vielleicht auch Spaß haben beim Arbeiten. Das ist natürlich optimal. Ich werde es haben. Und dann würde ich sagen, ohne viel herum zu blablaren, stürzen wir uns gleich wieder mitten rein. Wir haben ja gestern unseren Wallewudel-Hauptcharakter angefangen. Und den werden wir jetzt völlig weitermachen. So, die Augen sind zwar jetzt noch recht schmal hier. Gehen wir gleich mal ein bisschen näher und er sieht ein bisschen grumpy aus. Das macht aber nichts, das werden wir ändern. Es ist immer gut, mal eine Nacht drüber zu schlafen, dann schaut man am nächsten Tag drauf und denkt sich, was habe ich da am Vortag bloß gemacht? Und habe jetzt gesehen, eindeutig auch mit den Augen und allem Pipapo, dass natürlich wir hier mit diesen Wangenknochen noch weiter nach oben müssen. Also setzen wir einfach auf das, was wir jetzt haben, die nächste Lage noch drauf und schieben das ein bisschen näher Richtung Aug. Nicht zu viel, aber zumindest ein Viezelchen noch. Das wird jetzt gleich mal der nächste Arbeitsschritt sein, den wir da machen. Und dazu schnappen wir uns wieder ein bisschen. Oh, guten Morgen, Stiefelbär. Gut, dass ich dich sehe. Ich muss mich korrigieren, ich habe da gestern einen Blödsinn erzählt. Der Draht. Der ist nicht ein Millimeter, der Aludraht, der ist sogar 2 Millimeter dick. Ja, also bevor ich dir Blödsinn erzähle, ich korrigiere mich, es sind 2 Millimeter. Und, das bringt mich natürlich auch gleich auf was, ich habe ja gesagt, ich zeige euch, was ich... Mist! So ein Käse, verdammt! Und dann musst du doppelt nehmen, dann geht's auch. Aber ich habe ja gestern gesagt, ich zeige euch heute, was ich an größter Figur bis jetzt gemacht habe, wo dieser 2 mm Draht auch das Filz noch hält. Und das war. Zack, 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 zack. Ja, hier. Ein Drache. Mal ein Stückchen zurück. Mit Flügeln und allem drum und dran. Ja. Und auch eben hier der Hals, da ist nur einmal der Draht drinnen und der hält das. Also der hält das Gewicht vom Kopf. Ja, ein bisschen höher noch, da ist der Körper. Da ist er. Sieht mal das Flügelchen. Also das alles, da ist nur einmal der Draht drinnen und der hält das. Also auch wenn ich ihn hier am Popo nehme, das hält gerade noch. Das ist aber dann wirklich das Größte, was ich daraus zusammenbringe. Alles andere wird dann schon schwer, wenn ich ihn versuche, da hinten am. Wo ist er? Da ist er. Mal zurück. So. Dann ist er mehr im Bild. Wenn ich ihn versuchen würde, da hinten zu halten, dann fängt er schon an, sich zu neigen. Also, das wäre schon zu viel. Aber diese Länge hier, ich gebe jetzt keine Schätzung ab, wie lang das ist. Dankeschön. Der war eben auch in einem Filmprojekt drinnen. Da hat das eigentlich recht gut geklappt. Auch die Flügel, da ist nur eine Lage von dem Draht drinnen. Und da die Streben. Alles eine Lage Draht umwickelt, mit Filz und dann angefilzt. Also der Aludraht ist wirklich super. Und dann gehen wir gleich weiter ins Basteln. Zu unserem Grumpy Wallewudel. Also wir setzen da jetzt oben noch was drauf.
ein bisschen weiße Wolle. Ich könnte eigentlich schon wieder den Hautfarbtyp nehmen, aber ich gehe nochmal lieber mit Weiß drüber. Und Weiß habe ich einfach mehr. Fangen wir mal langsam an. Es soll wirklich nicht zu viel sein, da geht es wirklich nur so um Millimeter bis knapp unter Millimeter. So. Jetzt annähernd gleich jetzt mal. Nein, das ist ein bisschen mehr Wolle. Dann nehmen wir auch ein bisschen was auf die andere Seite mit rüber. Ja. Mal austauschen. Ja, da geht sogar noch ein bisschen was rüber. Rüber mit dir. Hoppala. Nicht zerlegen. Da bleibst. Nochmal tasten. Bitzeln. Jetzt passt. So. Dann nehmen wir das. Halten es ein bisschen zusammen. Ja. Schaut jetzt noch viel aus. Und legen sie jetzt oberhalb von dem, was wir schon haben, drauf und vorsichtig mit der dünnen Nadel hier anfilzen. Und ich merke schon wieder, dass ich mit dem Kopf zurückgehe, weil ich es nicht gescheit sehe. Muss mich an die Brille erst gewöhnen. Nicht so leicht. Ah, aber ich sehe was. Ist immer so schön, wenn man was sieht. Ja, alles eine Frage der Gewöhnung. So, dann rundherum wieder mal anfilzen, damit wir die Position fixieren. Und dass wir es dann richtig einarbeiten können. So, schön rund. Mal anfilzen. Noch nicht zu fest, dann können wir noch ein bisschen korrigieren. Und dann schauen wir es uns mal von vorne an. Ja, das ist besser. Das ist näher am Auge dran. Selbst wenn ich das untere Lid jetzt noch weiter nach unten ziehe, wenn ich das mit meiner Vorlage vergleiche. Schau mal her, liebe Vorlage. Ups, nicht gleich zerreißen. Da liegt schon so viel rum, was man brauchen kann. So. Also, wenn ich das jetzt mit meiner Vorlage vergleiche, dann habe ich hier das Auge. Und da oben sollte... Das ist selber ein bisschen schräg halten, sonst... Ja. Also da oben sollte dann eigentlich dieser Wangenknochen sein. So. Also immer wieder mal kontrollieren, was man so macht. Sonst habe ich statt einem Gnom plötzlich einen Riesen, einfach weil ich so in die Länge gegangen bin. Das wäre schlecht, dann müsste ich die ganze Geschichte umschreiben und das ist jetzt schon ein Drehbuch von über 120 Seiten. Da möchte ich nicht nochmal von vorn anfangen müssen. So, also wir rollen dann das zweite Stückchen natürlich auch zusammen. Legen es auf der zweiten Seite mal an. Wieder so an den Seiten anfilzen, um die Position zu fixieren. So, damit es mal hält. Und dann schön
und wieder drauf filzen. Aufpassen bei der dünnen Nadel, auch wenn wir da jetzt schon viel Material zwischen dem Draht und unserer Oberfläche, auf der wir hier arbeiten, haben, dass man trotzdem nicht zu kräftig dann reinpiekst und dann mit der feinen Nadel auf den Draht drauf hämmert. Das mag die Nadel nicht so sehr. So. Das Ganze jetzt natürlich auch noch ein bisschen weiter nach außen. Und hier kommt ja dann die Nase hin. Aber von der Höhe her passt schon mal. Und dann arbeiten wir uns vorsichtig nach außen hin, nicht, dass das Gesicht dann zu breit wird. Das wollen wir ja auch nicht. Also immer so Stückchen für Stückchen. Und so ein menschliches Gesicht ist ja doch ein bisschen komplexer, würde ich mal behaupten, als auf jeden Fall eine Schnecke oder auch selbst Froschi. Mach mal die Augen ein bisschen auf. Ja. Zeig mal deine schönen Augen hier. So. Leg das mal da drunter. Dann nehmen wir ein ganz kleines Stückchen wieder. Teilen wir auch wieder in annähernd zwei gleiche Hälften. Mal tasten, fühlen die sich gleich an. Finger tauschen, fühlen sie sich immer noch gleich an. Ja. Rollen wir ein bisschen zusammen. Legen sie auf der Seite an. Und eben, wenn das da jetzt alles so gestückelt ausschaut, das macht nichts. Wir gehen ja mit den Farbschichten dann drüber und die wichtigste ist dann die letzte, wirklich diese Hautschicht, die wir zum Schluss dann drüber legen. Und davor können wir stückeln und probieren, wie es uns Lust und Laune macht. Und wie wir glauben, dass wir es brauchen. Auch diese runden Stücke erst einmal am Rand leicht anfilzen. Dann in der Mitte. Dann mal schauen. Ups. Ja, das geht schön weit darüber. Und das wird dann auch schon passen. Also im Vergleich jetzt da, das wäre noch zu knapp. Der Backenknochen gehört bis nach außen. Und genau dieses kleine Stück ist es dann. Und dann macht es das perfekt. Also auch auf der Seite anlegen. Einmal außen so drumherum. Ein bisschen mittig. Hier kann ich auch noch ein bisschen Material von vorne nach außen schieben. Habe ich noch nicht so fest hineingepiekst. Kann das jetzt schön modellieren mit der Nadel. So. Ja. Nicht immer so grumpy. Dann macht die Augen auf. Hast so hübsche Augen. Ja, das werden wir dann alles im Finish noch so schön machen. Da wir jetzt noch Augen machen. So. Nochmal hier Vorlage. Mir auch schauen, dass ich nicht den ganzen Kopf dann von der Größe her irgendwie verwurschtel. So. Also, im Moment steht unten die Kinnlade immer so nach unten weg. So ist es ja eigentlich nicht gedacht. Es soll ja hier gerade nach vorne gehen.
dann passt es eigentlich soweit. Wirkt fast ein bisschen groß, wenn ich da jetzt sehr kritisch bin. Holen wir auch noch schnell den Franco dazu. Ja, also ich werde mal, weil so viel Spielraum braucht der da unten ja eh nicht. Wir haben ja gestern festgestellt, der Hals, auch wenn man sich beim Franco anschaut, der geht ja ungefähr, wenn man da jetzt den Kopf hat, drehen wir ein bisschen mehr ins Licht. Also, wenn wir da den Kopf haben, dann geht der Hals ungefähr bis zur Hälfte vom Kopf, wenn man dann weiter misst, wo das Kinn ungefähr dann aufhört. Lege ich jetzt den Wallewudel da drauf. Sieht man vielleicht nicht ganz so gut. Aber glaubt mir es einfach mal. Dann gehen wir mit dem Hals ungefähr eben dann bis hier hin. Das da vorne bleibt noch über. Und bewegen muss ich ja dann eigentlich nur das da vorne. Also kann ich jetzt mal hergehen und damit ich jetzt den Kopf nicht komplett verfälsche, werde ich diese Kinngeschichte oder sagen wir so das Unterkiefer hier mal ein bisschen fester an den Kopf. Sollte ich mal die Vorlage weglegen. Sonst piekse ich mir die vielleicht noch irgendwann durch. Oder zumindest zerknitter ich sie. Das wäre ja auch schade. Oh, Dankeschön. Hello. Sorry. Mod, Mana, Temi, whatever. Hi. May I say moth? So, dann ist das jetzt mal hier dran, gefilzt, und dann komme ich mit dem Kopf auch nicht mehr tiefer. Und wenn ich es jetzt vergleiche, ja, dann muss man den richtigen Winkel erwischen, dann passt's. Dann setzt man vorne Kinn dran, dann kommt da oben die Oberlippe und so weiter. Also das wird dann schon. So, jetzt habe ich mich gerade selber ein bisschen verwirrt. Muss mal kurz überlegen, wie machen wir weiter. Wenn wir schon bei den Operationen sind. Ich glaube dann, bevor ich mich weiter vorne um das Gesicht kümmere, werde ich jetzt noch den Kopf endgültig von der Größe her festlegen. So, kommen wir nochmal her. Also, so viel weiter nach oben brauchen wir eh nicht mehr, weil da sind dann schon überall die Haare drauf. Wir werden nur noch ein Stückchen nach vorne gehen wegen der Stirn. Und nach hinten. Er ist ja durchaus ein wiefes Kerlchen. Werden wir auch noch da schön eine Wölbung ziehen. Ja, das machen wir jetzt noch geschwind. Jetzt geht's ja noch, jetzt drücken wir vorne noch nicht so viel ein. Wenn dann die Nase erstmal drauf ist, wäre es ungut. So. Noch ordentlich weiß. Auseinanderziehen und die Schichten mal übereinander legen, damit wir da einen schönen dicken Backen haben. So.
Das lege ich jetzt einfach mal hier hinten drauf. Was ich hinten unten nicht so weit. Aber ich ziehe es da oben, da haben wir ja noch so eine kleine Molde hier. Die werden wir mal füllen mit dem oberen Ende. Füllt es mir da mal rein. Dann unten, wie gesagt, nicht so weit nach unten. Da fixieren wir dieses Ende jetzt mal ungefähr über dem unteren Drittel geschätzt. Auch hier, es ist ja noch nicht viel verhaut. Wir können ja da noch dazugeben. Lieber vorsichtig rannähern. An den Seiten mal schauen, dass da nicht mehr rutscht. Und dann einfach mal hier grob fixieren und immer weiter reinarbeiten. Dann schauen wir, wie viel wir noch auflegen und noch mit dazu arbeiten. Hinten gleich ordentlich festfilzen. Das meiste wird dann eh mit den Haaren auch noch überdeckt, aber gerade den Kopf hinten möchte ich während dem Dreharbeiten gut anfassen können, damit ich da schön liegen kann. Und dann soll der wirklich nicht nachgeben. Denn vorne im Gesicht werden eher weichere Stellen sein, die ich ja auch bewegen können muss. Aber am Hinterkopf muss ich nichts bewegen, da kann ich schön festfilzen. Und da kann ich dann auch gut zupacken. So, dann. Schön mit der mittleren Nadel da rampieksen. Vorsicht, da hinten spürt man immer noch den Draht. Vielleicht hört man eh das Klopfen. Jedes Mal, wenn ich ihn erwische. Nehmen wir es mal so, sonst tippt mich von innen ständig der Draht an. Das ist jetzt auch nicht so prickelnd. Da oben noch, da ist es noch weich. Und hier in der Mitte noch. Und dann sehe ich gerade, ich habe hier noch ein bisschen grünen Filz drauf von gestern. Den sollte ich noch schön drunter machen. Ich habe nämlich gestern dem Frosch noch ein Seerosenblatt gemacht. So ganz geschwind. Und das habe ich hier am Pad angefilzt. Und dann nass gefilzt und habe ganz vergessen, dass ich hier noch die Fäden drauf habe.
Und war gleich wieder so konzentriert, dass mir das jetzt aufgefallen ist. So, das heißt, bevor wir dann anfangen, irgendwelche Hautschichten da auf dem Pad zu filzen, jetzt mit dem Weiß ist ja noch nicht wild, aber wenn wir dann die Hautschichten filzen, dann wäre das natürlich doof, hätte man ständig irgendwelche grünen Fäden da drauf. Das geht natürlich nicht, aber das ist gleich erledigt. So. Sauber. Ja, also das hält jetzt mal. Könnte man... Ja, kann man so lassen. Dann werden wir da dieses Loch noch füllen, das wir da haben. Hinter dem Auge. Wenn wir schon dabei sind. Auch wieder ein bisschen weiß. So viel wird vielleicht reichen. Knödeln wir wieder zusammen, legen das da drauf in dieses Loch. Und filzen es da rein, dann ist das Loch auch zu. Wieder rundherum. Stelle fixieren. So. Schauen, dass wir da jetzt nicht aus der Form kommen. Das gehört auch noch ein bisschen rein da. So, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts mit schrägen Nadelstichen, dass sich das da reinfügt, wo es hingehört. Mal von vorne kontrollieren. Ja. So passt das. Dann können wir noch, das soll sich ja auch nicht unbedingt bewegen, können wir da noch fixieren. Noch mehr Weiß. Ja, wir haben gleich ein bisschen was von hier nach da. Mal testen. Ja. Wenn es sich auf beiden Seiten gleich anfühlt, dann passt es. Weil manchmal hat man das Gefühl, in einer Hand, es wirkt dicker, dann gibst du es in die andere Hand. Nee, dann passt es eh. Also. Ui. Bisschen zerrupfen, übereinander legen, dass wir ein bisschen dickere Schichten zusammenkriegen. Dann legen wir das hier hinten an. Filzen es mal unten an. Wie gesagt, das hier alles, das wird alles Hals. Das da können wir schön anlegen, fixieren. Hier nach oben ziehen.